Lektion 7. Ich sehe nur die Vergangenheit. Dieser Satz ist sehr, sehr wichtig, dieser Gedanke, diesen Gedanken zu lernen, denn er bildet die Grundlage für all die vorangegangenen Gedanken. Und er ist der Grund, warum ich unglücklich bin. Er ist der Grund, warum ich leide. Er ist der Grund, warum ich Gott nicht erkenne. Er ist der Grund, warum ich mein Selbst nicht erkenne. Ich sehe nur die Vergangenheit und ich halte an ihr fest. Wenn ich dich sehe, dann erinnere ich mich an alles, was wir gemeinsam erlebt haben. Ich kenne dich. Ich meine dich zu kennen. Ich meine die Dinge, das, was ich an dir liebe, zu kennen. Ich kenne das, was ich jetzt weniger liebe an dir, deine guten und deine schlechten Eigenschaften. Ich habe dich eingeordnet in meiner Schublade. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann bei dir. Ich weiß, wo ich mich nicht drauf verlassen kann und so weiter und so weiter. Ich habe dich eingeordnet. Ich sehe nur die Vergangenheit. Das heißt, ich sehe dich nicht, wie du wirklich bist. Wenn ich einen Menschen sehe, auch den ich nicht kenne, ordne ich ihn auch ein, vom Äußeren her, ne? Ich ordne ihn ein und so sehe ich ihn nicht, wie er wirklich ist. Und ganz ehrlich, wie oft täuschen wir uns denn? Wir sehen etwas Äußeres und machen uns ein Bild und einen Gedanken und dann lernen wir den Menschen näher kennen und es ist ganz anders. Wir sehen nur die Vergangenheit, alles nur Vergangenheit. Und dann die Geschichten, die ich alle mit dir erlebt habe, alles Erlebte und Erlebtes, was vielleicht Schmerz in mir hervorruft, wenn ich dich sehe, oder erlebt es, was Freude in mir hervorruft, wenn ich dich sehe. Alles Vergangenheit, aber ich sehe dich nicht, wie du bist. Und wenn ich dich nicht so sehe, wie du bist, dann sehe ich auch mich nicht so, wie ich bin, weil das ja dasselbe ist. Ich kann mich nicht erkennen, mein Selbst, ohne auch dein Selbst zu erkennen, weil es dasselbe ist. Weil da keine Trennung ist. Ich kann Gott nicht erkennen, wenn ich dich nicht erkenne. Und genauso geht es mit den Dingen. Ich sehe in den Dingen auch nur die Vergangenheit. Wenn ich jetzt eine Kerze sehe, dann weiß ich aus Erfahrung, dass diese Kerze, wenn ich sie anzünde, leuchtet. Und dass sie ein schönes Licht verbreitet, dass sie Gemütlichkeit verbreitet und so weiter. Das ist Vergangenheit. Ich weiß das alles, weil ich die Erfahrung habe. Und warum ist das jetzt so wichtig, das zu lernen, sich das bewusst zu machen? Weil es wichtig ist, unseren Geist leer zu machen, all unsere Bedeutungen, die wir den Dingen gegeben haben, loszulassen. Alle Bedeutungen, die wir den Menschen auch geben, loszulassen, weil wir sonst niemals frei sind. Das Bestreben ist, unseren Geist wie ein Tabula rasa leer zu machen, weil nur in diesem Zustand des vollkommenen Jetztsein, der vollkommenen Leere, Gott empfangen werden kann. Nur in der vollkommenen Stille, wenn nichts meinen Geist, kein Gedanke mehr meinen Geist bevölkert, kein Gedanke an Vergangenheit und Zukunft meinen Geist bevölkert, dann kann ich Gott empfangen. Und wenn ich Gott empfange, das bedeutet, dass ich mein eigenes Selbst empfange. Mein eigenes Glück, meinen eigenen Frieden. Und dieser eigene Frieden ist auch derselbe Frieden, den du hast, wenn du Gott empfängst. Beziehungsweise, was ich damit sagen möchte,
ist, dass wir diesen Frieden und diese Freude und dieses Glück und dass wir Gott miteinander teilen. Wenn ich Gott empfange, dann sehe ich Gott in dir. Wenn ich im Jetzt den Frieden Gottes erfahre, dann sehe ich dich in dem Frieden Gottes. Dann nehme ich dich anders wahr. Ich nehme die Welt anders wahr. Und so werden wir langsam vorbereitet die Welt anders wahrzunehmen, die Welt anders zu sehen. Jetzt erkennen wir an, heute mit diesem Schritt erkennen wir an, dass wir nur die Vergangenheit sehen, mit jedem Ding und jedem Menschen, dem wir begegnen. Und dass wir bereit sind, diese Vergangenheit loszulassen, damit wir unser wahres Selbst erkennen können.